Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris Flucht nach vorn, wo wir einer von der Erde vertriebenen Menschheit, der besagte Planet in die Luft geflogen ist, versuchen, ein festes Standbein in der Galaxie quasi zu bereiten. Okay, wir hatten das letzte Mal aufgehört, als wir gerade eine neue Tradition auswählen konnten, beziehungsweise einen neuen Aufstiegslevel. Und wir waren am Überlegen, ob wir nicht langsam hier diesen Drachen wegbekommen. Aber vielleicht könnten wir erstmal hier diese Void Cloud wegbekommen, weil die sollten wir 5000 mit den beiden Flotten, wenn wir die vielleicht nochmal upgraden, sollten wir den hier zumindest besiegen erstmal. Und dann können wir gucken, wie gut das läuft. Und dann können wir dann uns daran machen, hier den Drachen zu besiegen. Okay. So sieht das Ganze aus, was wir hier besiegen wollen. Es ist jetzt nicht so eindrucksvoll, aber mysteriös, sagen wir mal. Und das ist genau das Problem. Gut, dann brauchen wir für diese Flotte brauchen wir noch einen Anführer. Aber Admiral Rosa Di Bella ist sowieso gerade arbeitslos. Da passt das ganz gut. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wir haben Harmonie, Entdeckung, Wohlstand und Ausbreitung bisher. Dann wollen wir mal gucken, was dieser freie Aufstiegslevel ist. Werde zur Krise. Alle großen Taten erfordern Opfer. Der Rest der Galaxie mag dies vielleicht nicht verstehen. Doch er wird sich fügen. Also, das könnten wir machen. Das habe ich noch nie gemacht, aber ich finde, das passt nicht zu uns. Enigma-Ingenieur-Technologie ist nicht dafür gedacht, Probleme zu lösen, aber eine Sprache, durch die wir über das Alltägliche hinausgehen können. Hä? Achso, Technologie ist eine Sprache. Okay. Ein geringer Verstand kann unsere Fortschritte einfach nicht verstehen. Okay, also was haben wir da? Verschlüsselung plus 2. Technologie stehlen und wenn Leute unsere Trümmer finden, können sie keine Technologie daraus gewinnen. Okay, nihilistische Annahme. Damit kann ich Leute überfallen und denen die Leute klauen. Organisierte Evolution, da könnten wir uns genmodifizieren und dann später tolle Fähigkeiten freischalten. Das Fleisch ist schwach, da werden wir zu Cyborgs und können uns dann später in Androidenkörper transferieren. Galaktische Macht, mehr größere Flotte und größeres Befehlslimit. Das wäre jetzt natürlich ganz praktisch für den Drachen. Dann könnten wir die Flotte noch ein bisschen aufbauen. Könnten die fast doppelt so groß machen, wie wir sie jetzt haben. Und dann sollte das auf jeden Fall reichen. Aber, Verteidiger der Galaxie, Schaden an Fraktionen in Endgame-Krisen. Interstellare Herrschaft. Man kann besser Ansprüche stellen und Planeten erobern. Kontrolle der Leeren, mehr Sternbasen. Ewige Wachsamkeit. Aha. Galaktische Anwärter. Das ist hier, ja, gemeinsame Vision. Das ist dann mehr Unity hier oben. Beherrschung der Natur, mehr Platz auf dem Planeten. Führungsstärke ist mehr Erlasse. Transzendentes Lernen ist, meine Anführer werden besser. Gemeinsames Schicksal ist, ich habe mehr Diplomaten und Arkologieprojekt. Was ist das denn? Und wir werden eine Welt aus der Stadt und eine Stadt aus der Welt machen. Neue Entscheidung, Arkologieprojekt verwandelt den Planeten in eine Ökominopolis, was Wohnungen, die Ressourcenproduktion und das Bewohnerwachstum erhöht und das spezielle Arkologiedistrikt freischaltet. Im Gegenzug dafür werden die natürlichen Ressourcen des Planeten unzugänglich, Corona.
was den Bau aller Generatorbergbau- und Agrikulturdistrikten verhindert. Also das könnten wir auf jeden Fall gut gebrauchen für die Welt, die momentan noch der Drache bewacht, weil das ist eine zerstörte Arkäologiewelt und ich glaube, das brauchen wir, wenn wir die wiederherstellen wollen. Obwohl da das eine gefundene ist, kann das sein, dass wir die auch so wiederherstellen können, indem wir nur die Technologie haben. Schauen wir mal, haben wir irgendwelche Welten, die sich hier anbieten, die nicht... Ach Gott, das sind natürlich alles... Das sind natürlich alles wunderbare Gaia-Welten. Jetzt die in Arkäologien zu verwandeln, ist natürlich schon irgendwie schade drum. Und ich sehe auch keine, die sich jetzt da groß eignen würde. Diese hier, Alexandria, ist relativ klein und Neu-Kempler, ist die einzige, die ja noch nicht vergaiert ist. Aber ich finde, Arkäologie macht keinen Sinn. Gut, was machen wir denn? Wollen wir die Flotte ausbauen tatsächlich? Wollen wir das machen oder wollen wir einen von den hier Aufstiegswegen nehmen? Roboter oder organisierte Evolution? Gucken wir uns mal unsere. Zeigt Reichsspezies. Okay, also das sind alle, die ich bei mir habe. Also ich habe hier schon jede Menge genetisch verbessert. Ich habe hier, wir haben überall Gehirnschnecken und so. Wir haben aber noch jede Menge Nachteile. Also wenn ich hier die genetische Verbesserung nehme, das ist wahrscheinlich, das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Das kommt natürlicher für uns hier. Manchmal braucht die Evolution einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. Wir sind nun in der Lage, unsere Körper und Gedanken durch genetische Modifikationen so anzupassen, dass wir mit dem sich immer rasanter verändernden Umweltbedingungen Schritt halten können. Hervorragend. Goodie. Dann wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Mensch. Blub. Und ich habe sogar noch drei übrig hier. Das ist doch großartig. Könnte ich zum Beispiel uns stark machen? Was haben wir? Wir haben schnelle Fortpflanzung und intelligent. Wir können uns stark machen. Dann hätten wir insgesamt mehr Ressourcenproduktion plus 5%. Oder was brauchen wir? Wir brauchen Credits. Ich könnte den Handelswert erhöhen oder Energiecredits von Jobs. Was haben wir denn hier an 145? Ich glaube, dann erhöhen wir mal den Handelswert, ne? Und wir können noch einen wählen. Dann machen wir mal sparsamer bei Konsumgütern. Das schlägt dann irgendwie beide Fliegen mit einer Klappe. Situation Log updated. So. Gut. Das haben wir so. Dann warten wir nur noch auf die Schiffe, dass sie fertig werden hier. Wir können in der Atlantik können wir eigentlich noch ein paar mehr bauen, wo wir gerade dabei sind. Jibro-Flüchtlinge treffen ein. Eine Flottille von Ziviltransportern mit Jibro-Flüchtlingen vom Hifnar-Unity ist in unseren Raumbereich eingetroffen. Sie haben die Erlaubnis erhalten, sich auf Grunor Prime niederzulassen. Diese unglückseligen Vertriebenen wurden von den Hifnar-Behörden gewaltsam aus ihrer Heimat verjagt. Seitdem ziehen sie vom System zu System und suchen verzweifelt nach einem neuen Zuhause, bevor ihnen auch die letzten Vorräte ausgehen. Okay. Oh Mann. New technology discovered. So, schauen wir mal. Mineralverarbeitungsanlage, sehr gut. Oh ja, auf Grunor haben wir jetzt natürlich plötzlich sehr viele Arbeitslose. Aber auch 25 Jobs, also was ist das Problem?
Verstehe ich nicht. Das ist ein Jibo. Die sind wahrscheinlich, die kommen an und sind dann erstmal desorientiert. Okay. Aber plötzlich bin ich schon wieder noch mehr Jibo. Meine Güte, was machen die mit denen? Findet ja direkt ein Völkermord statt. Und noch einer. Oh Mann, wie viele haben wir da jetzt von? Immerhin schon 6% der Welt sind Jibro. Wow. Das ist eine ganze Menge auf Mal, die da angekommen sind. Und die arbeiten jetzt alle scheinbar in den Minen. Aber gut, die haben sich die Welt ausgesucht, ne? Das ist eine Minenwelt. Zitadelle. Wo haben wir die Jibro? Oh, okay, das sind die Viecher, okay. Interessant, sehr hübsch, sehr hübsch. Okay. Species enhanced. Okay, unsere Menschen sind fertig. Jetzt sind wir von minus, keine Ahnung, was das war, auf plus 57. Und auch die Konsumgüter sind gestiegen. Das ist sehr gut. So, können wir das hier löschen? Ah, die Menschen wachsen langsamer wegen der Gehirnschnecken. Interessant, okay. Gut, wollen wir mal gucken. Hier haben wir jetzt tatsächlich null Eigenschaftspunkte übrig. Das heißt, wir haben genug Eigenschaftspunkte, hätten wir, um uns die so, wie sie sind, zusammenzubauen. Interessant. Gut, dann gucken wir mal. Die Rescheti haben noch ein paar Nachteile. Ja, und jetzt können die noch einen Punkt. Machen wir mal, die sind genügsamer, was der Raum angeht. New technology discovered. Situation log updated. So, was haben wir denn für eine Technologie? Ist alles etwa gleich teuer, also nehmen wir das hier. So, hier können wir jetzt... ich glaube, wir brauchen mehr von den Fabrikdistrikten. Und wir können vielleicht demnächst auch... Geld haben wir. Ja, bauen wir noch mal ein bisschen. So, das sollte reichen. Hier können wir gar nichts bauen. Und wir können nichts umsiedeln, weil wir eine Demokratie sind, oder? Können wir umsiedeln? Ich glaube, wir können umsiedeln. Ja, wir können umsiedeln. Die Jibro sollen nach... Ich meine, auf Guno sind schon alle, aber... Das haben wir einen nach Gaias Welt. So, Dänemark. Gut. Da passt auch nicht mehr rauf. So, hier können wir noch einen jeweils bauen. New technology discovered. Oh, Gensoldatenarmee, sehr gut. So, was haben wir hier? Wir brauchen flüchtige Teilchen. Okay. Das heißt, wo war das? Hier können wir noch ein paar flüchtige Teilchen-Dinger bauen. Sehr gut. Okay. Ratsdenunzierung abgestimmt. Was? Ratsdenunzierung? New technology discovered. Der Galaktische Rat kann einen Beschluss vorschlagen, der ungebetene Mitglieder der galaktischen Gemeinschaft denunziert und sie für alle Sanktionen, die verabschiedet wurden, anfällig macht. Solch eine
Macht wird gewiss nie missbraucht werden. Okay. So, schauen wir mal. Enhanced. New technology discovered. Kann schon wieder upgraden hier, das ist so unglaublich. 6 Stück können wir noch bauen. Das sind 2. New technology discovered. Ach so, okay, gut. Wenn ich das gebaut habe, dann kann ich das upgraden. Neutronium. Panzerung ist, glaube ich, die Endpanzerung, die beste. Das wäre doch schon mal gar nicht schlecht, wenn wir dann gegen die Weltraummonster kämpfen hier. Wenn wir das dann irgendwann machen. Okay, und hier haben wir ein neues Feld. So. Anpassungsfähigkeit macht mehr Nahrung, mehr weniger Schaden an Gebäuden, einen zusätzlichen Gebäudeplatz, Bewohnbarkeit um 10 erhöht, Kosten der Umsiedlung wird billiger, das ist gar nicht schlecht, Diplomatie wäre vielleicht auch mal eine Idee, Dominierung, Merkantil, da würde man mehr Handelspunkte kriegen. Unnachgiebig, Vorherrschaft, Täuschung. Ich mach mal Anpassungsfähigkeit. So. Flottenkapazität, sehr gut. So, haben wir hier noch irgendwas für unsere Forschungsschiffe zu tun? Nein. Dann nach Pazifik damit. Pazifik, Pazifik, wo ist Pazifik? New technology discovered. Oh, im Pazifik steht schon einer, okay. Wie noch eine Tech-Welt? Ich glaube, die Heimatwelt ist eine Tech-Welt. Quasi. Oh, haha. Die Heimatwelt ist Thalassa jetzt, okay. Da war ja was. So. Such die Erde und wunder mich, wo sie ist. Ich Idiot. Okay, Forschung, Unterstützung. Reise durch Sternentore klingt gut. Obwohl, warte mal, du kannst hier bleiben, weil du musst das System erforschen, wenn meine beiden Flotten. Ja, die jetzt auch langsam sich mal auf den Weg machen können. Dann hier dieses Monster besiegen. New technology discovered. New technology discovered. Okay, mal gucken. Triebwerk. Plus 5 Dienstleistungen klingt gar nicht schlecht. Plus 5%. Siehst du, und jetzt können wir nämlich hier das Habitat aufwerten. Und wir brauchen mehr exotische Gase. Okay.
interessant. Das ist unsere Flotte. Können wir die irgendwie verfolgen oder so? New technology discovered. Okay. Kriminalität, Bewohnbarkeit, Befehlsnetz. Können wir insgesamt größere Flotten machen, das ist alles gar nicht schlecht. So, dann würde ich sagen, bauen wir in der Grunor-Station mal eine dritte Flotte. So langsam. New technology discovered. Warten wir hier einfach mal. Forschungspartikellanze ist gar nicht schlecht. Incoming Transmission. Oh, wer ist das? Das Yalon Order möchte gerne eine Botschaft. Das ist eine theokratische Diktatur, das sind evangelistische Zeloten, die sind militaristisch und fanatisch-spiritualistisch. Okay. Okay, Botschaft ist nie verkehrt. So, hier kommen jetzt jeden Moment meine Schiffe an. Und da sind sie auch schon. So, engaging hostile fleets. Auf langsam, dann können wir mal sehen, was hier passiert. Das Ding hat scheinbar so einen Schutzschirm. Aber nützt ihm nicht viel. Aha! Und gewonnen. So, schauen wir mal, was finden wir hier? Ressourcen von Jobs plus 20% ist großartig. Verbesserte Hauptstadtgebäude, okay. Flakkanonen. Flakkanonen sind, glaube ich, relativ gut. Weil die auch gegen Raketen wirken. Okay. Oh, das war nur eine Flotte. Die andere Flotte ist noch gar nicht angekommen. Das ist ja großartig. Das ist ja wunderbar. Naja, was soll's. Hat ja auch so gereicht. Erkunden wir mal hier das System und dann nehmen wir auch gleich ein Konstruktionsschiff. Und damit wir das System uns einverleiben können. Dann stellen wir natürlich die Geschwindigkeit wieder auf schnell.
So, das war jetzt nicht der Drache für den Drachen. Das müssen wir wahrscheinlich dann beim nächsten Mal machen. Aber das war jetzt zumindest so eine komische Energiewolke. Ist ja auch schon mal was. Anomaly detected. Das lassen wir vorerst sein. Können wir dann machen, wenn wir nichts anderes mehr zu tun haben hier. Technology discovered. Aha! Monatliche Nahrungsproduktion. Was wollen wir haben? Wir wollen den zusätzlichen Bauplatz. Also fangen wir hiermit an. Was ist das überhaupt? Bewohnbarkeit um 10% erhöht. Das kümmert uns jetzt wenig. System scan complete. Aber was soll's. Und wir nehmen die Impulstriebwerke. Technology discovered. Neue Technologie. Plasmakanonen oder Hyperschilde. Hyperschilde klingen natürlich klasse. Die sind wahrscheinlich von H.P. Baxter selbst erfunden worden. New technology discovered. Das mit der Meersozialforschung. Können wieder einen wegschicken hier. Da sind die meisten frei auf Sargons Welt. Ich sehe ja niemanden, der arbeitslos ist. Oh, okay, hat sich wohl schon auch erledigt. Okay. Industriedistrikt. Okay, dann machen wir hier mal Legierungsgießereien hin, weil Legierungen brauchen wir in Zukunft viele für die ganzen Habitate und Ringwelten und den ganzen anderen Kram, den wir bauen werden. Unter anderem auch die Schiffe. Ah, hier ist man schon fertig mit Erkunden. Das ist gut. So, dann wollen wir hier mal die Anomalien erforschen. Okay. Neue Eigenschaften beim Anführer. New Okay. technology discovered. Was können wir hier bauen? Holotheater. So, was ist das? Titanen-Raumschiffe. Das heißt, noch eine Kategorie größer als Battleships. Das könnte uns eventuell sehr gut passen, wenn wir dann tatsächlich endlich mal verdammt nochmal. Construction online. Ah, siehst du, jetzt können wir die letzte Welt, Neukempler, in eine Gaia-Welt verwandeln. So, und jetzt können wir selber als Menschen auch hier drauf wohnen. Das war die ganze Zeit eher ungünstig. So. Und hier bauen wir noch ein exotische Gasraffinerie. Okay. Oh wow. Zu viel Essen. So, dann schauen wir mal, wo wir uns befinden momentan in der Hierarchie. Oh, oh, oh.
Die sind an dritter Stelle. New technology discovered. Hinter, also vor den ganzen anderen Spielerreichen, den normalen. Und das Einzige, was über uns ist, ist hier die Marauder und die ätzenden, das ätzende Fallen Empire mit den Rassisten. Okay. Verwaltungslimit, gut. Die sind schon am Aufbau hier, sehr gut. In der Schwebe. Das Signal kommt von den Überresten der antennenartigen Konstruktion. Die RF Asimov hat Erkundungsdrohnen zur Oberfläche geschickt, um die Angelegenheit genauer zu untersuchen. Wissenschaftsoffizier Torba Inarim fand einen höhlenartigen Bunker, der leicht aufgestemmt werden konnte. Dabei handelte es sich offensichtlich um die letzte Zuflucht einer vor langer Zeit ausgestorbenen Alienrasse. Obwohl sie technologisch recht fortschrittlich waren, sind sie wohl nie in den Weltraum vorgedrungen und durch eine planetenweite Naturkatastrophe ausgestorben. In dem riesigen Bunker befinden sich tausende schwarzer Kisten, welche die RF Asimov als Datenspeichergeräte identifiziert hat. Zur Dekodierung ihrer Inhalte haben wir ein Spezialprojekt ausgegeben. Okay. Situation log updated. Gut, hier brauchen wir einen Admiral. Und nehmen wir mal hier diese Jebrin, dann fühlen die sich gleich. Jibro, nicht Jebrin. Dann fühlen die sich gleich in der Gesellschaft angekommen. Wenn die jetzt auch einen Admiral haben. So, Verwaltungslimit. Großer Botschaftskomplex. Mehr Sternenbasen. Megaplexe, Hyperraumanweiser. Machen wir mal die Megaplexe. Megaplex klingt gut. So, und auf Gonor. Was haben wir? Wir haben 4 Schlachtschiffe, einen Kreuzer, 2 Zerstörer. Brauchen wir mehr Kreuzer. So. Fleet upgrades applied. So, kannst gleich schon wieder upgraden. So ist ja nicht. Zack. Okay. Ich denke, dann sind wir schon wieder so weit durch für heute. Wir haben ein bisschen was geschafft. Wir haben das System hier quasi erobert von einer komischen Weltraumwolke. Und wir haben hier tatsächlich noch ein, wie sagt man, ein Wissenschaftsprojekt gefunden. Werden jetzt auch noch hier Bergbaustationen bauen. Und dann können wir hoffentlich beim nächsten Mal, ich meine, wir haben jetzt 9, 15, 19. Wenn wir da noch 5000 Flottenstärke zusammenbekommen, dann haben wir insgesamt 25.000. Das sollte für den Drachen reichen. Und dann können wir uns diese Reliktwelt hier wiederholen. Verdammte Scheiße. Wo dieser Drache immer noch herumlungert. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es. Keine Ahnung, empfiehlt es Freunden oder was. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.